Hi Leute, was bei mir in letzter Zeit los war. Heute möchte ich dir mal wieder ein persönliches Update geben. Ich habe gemerkt, auf dem Kanal hat sich so einiges verändert. Das ist viel ein bisschen anders geworden. Bin gerade auch im Moment einfach am Schauen. Ich hatte viel, ja, selber mit mir zu kämpfen. Ich hatte auch vor ein paar Monaten ja schon mal. Und zwar, ja, was ist bei mir so abgelaufen in letzter Zeit? Es ist echt einiges passiert. Ich bin gerade auch immer noch am Fasten, also Bahai-Fasten ist es. Es ist jetzt nicht so ein komplett richtiges Fasten, es ist eher so ein intermittierendes Fasten, aber eben mit Trockenfasten. Also das geht bis Neujahr. Ich habe es in einem anderen Video, glaube ich, auch schon mal erzählt. Neujahr, also rein vom wirklichen Zeitzyklus, vom Lichtzyklus her. Das heißt, wenn 12 Stunden Tag ist und 12 Stunden Nacht, bis dann ist Neujahrsbeginn, das ist am 20. jetzt gewesen, März. Ja, wenn ihr das Video anschaut, dann ist es wahrscheinlich schon rum. So, jetzt wo ich das Video gerade aufnehme, ist gerade ja, 20. März und jetzt ist dann das Neujahr. Also der Lichtzyklus, wie gesagt, ist 12 Stunden dann und dann fängt es wieder von vorne an und ja. Dementsprechend ist das so dieses eigentliche Neujahr und bis dahin wird da eben gefastet. Und es ist ähnlich wie bei einem muslimischen Fasten, das Bahai-Fasten. Also das Bahai-Fasten ist auch eine neue Religion, ein bisschen neuer. Und ja, Freunde von meiner Freundin hatten das gemacht und total liebe Menschen einfach. Und ja, sehr ans Herz gewachsen, hatten eine schöne Zeit, kommen aus Frankreich. Und waren letzten Sommer dort, ja, und jetzt sind sie eben auch am Fasten gewesen und meine Freundin wollte immer mitmachen und dann haben wir das eben zusammen gemacht. Und ja, tagsüber wird eben nichts gegessen, nichts getrunken und ab 18 Uhr, jeden Tag 2 Minuten später, wird dann wieder gegessen und getrunken, ganz normal. Ich habe dann abends einmal gegessen, frühs dann noch was getrunken, vor Sonnenaufgang, Wecker gestellt. Genau, das war so das, was wir da in letzter Zeit gemacht hatten. Und ja, ich habe gemerkt, wie unglaublich gut mir das getan hat. Also gerade diese Essenspausen, gerade so mal sich um gar nichts zu kümmern tagsüber. Du musst dir nichts zubereiten, du musst dir keinen Saft auch zwischendrin zubereiten, du machst gar nichts. Du hast komplett die Stunden, die es hell sind, komplett, um dich zu fokussieren, zu konzentrieren. Also ich war echt unglaublich effektiv. Ich habe sehr viel jetzt gearbeitet, vor allem an der Webseite und den ganzen Geschichten online, genau. Ach, wo ich's, genau, da fällt es mir gerade ein. Ich habe auch die Schriften von Arnold Ehret unter den kostenlosen Downloads mit reingenommen. Noch mehr. Also es sind insgesamt 5, 6 Schriften. Schaut mal drauf. Könnt ihr direkt anklicken, direkt einfach das PDF anklicken und ja, runterladen. Genau. Und da habe ich dann auch ein neues Cover auch das kostenlose PDF, die 3 Gelüste gemacht. Das steht dir jetzt auch zur Verfügung. Kannst du, wie gesagt, auch direkt einfach kostenlos downloaden. Und Link ist unten drunter in der Infobox. Genau. Und ja, das hatte ich dann gemacht. Also man konnte dann einfach so effektiv arbeiten. Ich habe einiges anderes noch gemacht, jetzt was den Kanal einfach angeht, was die Arbeit an dem ganzen Projekt mit IOM hier angeht. Und habe dann ein Webinar aufgenommen und alle möglichen Sachen. Habe da einiges für dich auf die Beine gestellt. Also das war echt cool, dass man da so einfach so effektiv arbeiten konnte, so konzentriert, so fokussiert. Und ja, mit jedem Tag immer mehr Freude, auch von der Bewegung her. Ich hatte immer mehr Lust, mich zu bewegen. Schlaf wurde dann immer weniger, wenn ich mich abends nicht so überessen habe. Das ist sowieso. Wenn man sich nicht so überisst, dann geht das Schlafpensum so runter. Normalerweise, wenn der Körper dann nicht gerade in einer längeren Heilungsphase ist, teilweise 4, 5 Stunden vielleicht, ich ruhe dann häufig eher länger noch und dafür. Gerade den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Ich ruhe eher und. Das ist so lustig.
Okay, egal. Ich ruhe eher und deshalb sind die Zeiten dann auch kürzer. Also ich liege vielleicht länger manchmal auch, aber ich bin komplett klar wach, reflektiere und lasse einfach Prozesse ablaufen. Ja, das ist auch sowas, wo ich merke, das brauche ich auch einfach beim Fasten. Genau, aber so diese effektive Schlafdauer geht komplett zurück. Ich habe mehr Bewegungsdrang tagsüber, phasenweise, je nachdem. Manchmal irgendwann, ein paar Tage hatte ich beim Fasten auch, die echt nicht so toll waren, wo ich abends einfach zu dehydriert was gegessen hatte, war irgendwie unterwegs, dann hatte ich nicht genug Frisches, habe dann eher so ein bisschen Nüsse zu viel gegessen und gleichzeitig nicht genug getrunken und das war dann wirklich eine schlechte Kombi und dann zieht sich das gegen Abend schon echt unangenehm. Ja, und ansonsten, was in letzter Zeit eben auch noch los war, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, auf dem Kanal hat sich so einiges verändert, das ist viel ein bisschen anders geworden. Ich habe alles ein bisschen anders gestaltet, Videos teilweise ein bisschen anders gemacht und bin gerade auch im Moment einfach am Schauen. Ich hatte viel ja, selber mit mir zu kämpfen. Ich hatte auch vor ein paar Monaten ja schon mal, oder ein, zwei Monate vielleicht, ich weiß gar nicht, wann es genau war, dort hatte das begonnen, da hatte ich so ein bisschen eine Phase, wo ich wirklich sehr viel sich gewandelt hat bei mir. Umgezogen und all solche Geschichten. Und dadurch stand finanziell einfach auch so eine Umbruchszeit an. Vorher hatte ich noch sehr viel Unterstützung von der Finanzierung her und auch von dem Projekt eben hier, von dem Kanal, von der Webseite, von dem ganzen Wissen, das ich eben in die Welt damit raustrage, hat sich dann einiges geändert. Dementsprechend bin ich dadurch einige wirklich tiefe Ängste durchgegangen, die das bei mir ausgelöst hat. Ich möchte es unbedingt, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, das hier zu machen, das hier in die Welt hinaus zu tragen. Und deshalb bin ich eben auch, wie gesagt, hat sich hier auch einiges am Kanal verändert, weil ich einfach schauen muss, dass ich es irgendwie finanziere und dass ich die ganzen Sachen dann auch weiterhin in die Welt raustragen kann. Und bin da am Schauen, wie ich das Ganze machen kann. Und wenn du mich da auch unterstützen möchtest, dann das Wichtigste, das Beste, was du machen kannst, wenn du den Kanal hier unterstützen möchtest, wenn dir das in irgendeiner Weise weitergeholfen hat, dann teil die Videos. Teil die Videos, teil die Inhalte, empfehle es weiter, trag es in die Welt hinaus, wenn dir das ja, weitergeholfen hat, wenn dich das in deiner Entwicklung weitergebracht hat, wenn dir das Denkanstöße gegeben hat, wenn dir die Videos weitergeholfen hat, dann teil es. Und Partnerprogramm habe ich auch aufgestellt. Also wenn du auch einen Kanal hast, einen Blog hast oder sonst was und das in die Welt hinaustragen möchtest, dann schau mal einfach auf meiner Webseite und das Partnerprogramm bei mehr oder unten im Footer ist es mit drinnen. In der Fußzeile Partnerprogramm kannst du dich einfach eintragen, kann sich auch jeder so eintragen und dann ja, das Wissen wirklich in die Welt hinaustragen. Und mir ist es eben unglaublich wichtig. Und ich bin da wirklich, ja, ich hatte das geteilt, ich hatte da wirklich, ich hatte das Video ist auch online im Mitgliederbereich, hatte ich auch mal, glaube ich, in der Community-Gruppe auch noch gepostet. Und ja, es waren echt schwere Sachen, wo ich da irgendwie verarbeitet habe. Und weil ich einfach nicht mit dieser ganzen Situation klargekommen bin, habe gemerkt, was für Ängste, was für Urängste das in mir ausgelöst hat. Einfach dieses Versorgtsein, dieses nicht nur versorgt sein, sondern auch diese Ungerechtigkeit, Hass, Neid, Gier, die da in mir hochkam. So diese Ungerechtigkeit in der Welt, so diese ganzen Themen kamen ja hoch. Also ja, wenn dich das interessiert, dann schau dir einfach das Video im Mitgliederbereich an. Und oder in der Community-Gruppe, die ist, wie gesagt, glaube ich, auch gepostet. Und ja, war viel Verarbeitungszeit da und schönerweise hat sich das dann auch gewandelt. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich habe gemerkt, das kratzt meinen Kern nicht mehr. Das war eine wunderschöne Erfahrung auch. Aber ich bin immer noch dran, so, hey, was kann ich teilen? So, was kann ich hier auf YouTube teilen? Wo ist Verständnis für da? Ich hatte eine Zeit lang, wo ich dachte, so, ey, ich bin so komplett frei, irgendwie alles zu teilen. Jetzt merke ich mittlerweile, hey,
Es ist gar nicht mal das, ob man es dann teilt, ob ich es aussprechen kann. Es geht nur darum, ob ich es eben kann. Was ich dann mache, was sinnvoll ist, habe ich gemerkt, ist eben, ja, muss ich dann schauen, muss ich abwägen, was ich wo sage, in welchem Kontext, was wo sinnvoll ist, einfach was wo zu teilen. Und ja, YouTube ist ja auch eine Plattform, wo viele einfach, wo alle möglichen Leute unterwegs sind. Das ist zwar eine unglaublich schöne Plattform, um es einfach rauszuhauen, die ganze Erfahrung, das ganze Wissen und es mit unglaublich vielen Menschen zu teilen, aber gleichzeitig sind auch unglaublich viele Menschen unterwegs, die Videos sich auch nur zum Amüsieren anschauen, die keine wirkliche Umsetzung stattfinden lassen, wenn sie irgendwas konsumieren, sondern die einfach nur sinnfrei konsumieren und dementsprechend kommen dann oft auch bei vielen Glaubenssätzen, bei vielen Themen, die man anspricht, einfach keine sinnvolle Diskussion mehr, kein sinnvolles Ansatzpunkt mehr raus. Deswegen habe ich auch ja einige Themen runtergenommen gehabt, einige Videos, die einfach so Themen angesprochen haben, die so stark angehaftet sind wie Impfen und Impfen, was gibt's noch? Kinder ist immer so ein großes Thema, vegane Ernährung bei Kindern, rohe Ernährung und solche Sachen. Oder was gab es noch? Ich habe einiges darunter genommen. Monatsblutung der Frau. Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, warum ich spreche ich darüber, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade was die Frauen eben betrifft, wenn die nicht wissen, was da während der Monatsblutung passiert, gerade während den Reinigungsprozessen. All die Videos habe ich jetzt eben in den Mitgliederbereich mit reingepackt, um da einfach einen geschützten Raum zu haben, einen geschützten Rahmen. Und ja, ich hatte viel eben überlegt, was kann ich hier teilen, was möchte ich hier teilen. Und hatte eben diese Zweifel, diese Ängste, wo ich da durchgegangen bin. Es ist immer noch so am Nachwirken, auch jetzt beim Fasten merke ich gerade, dass sich viel da verarbeitet, viel da tut und ja. Es ist einfach so eine große Herzensangelegenheit. Ich hatte eben auch, das sind eben auch diese Zweifel, wo da hauptsächlich bei mir durchgegangen sind. Wie ich es schaue von der Finanzierung her, jetzt im Moment geht es einigermaßen, aber hatte da jetzt eben dann vor ein, zwei Monaten so einen Engpass, wo ich dann schauen musste, hatte eben auch überlegt, ob ich dann wieder. Das Schöne war dann, es hat sich für mich so gewandelt, sonst gab es so ein No-Go, zum Beispiel für mich nie wieder irgendwie so einen anderen Job zu machen. Ja, jetzt habe ich gemerkt, vielleicht ist es phasenweise nötig, halbtags irgendwo mal im Ingenieurbüro zu arbeiten, um dieses Projekt hier zu finanzieren sozusagen. Das, was ich eigentlich gelernt hatte eben, wo ich eben mein Studium abgeschlossen habe, auch habe ja auch da phasenweise gearbeitet, aber ja. Eigentlich möchte ich 100% hier rein fokussieren, 100% hier reingeben in dieses Projekt, 100% da machen. Und deshalb bin ich eher jetzt am Schauen, dass ich es so finanziere. Vielleicht muss ich ein paar Stunden dann irgendwie zusätzlich machen, um es zu finanzieren, muss ich mal schauen, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, wenn du es unterstützen magst hier, dann und du, ja, wenn es dir selber weitergeholfen hat. Dann teil die Videos, das Beste, Schönste, was du machen kannst, dabei das hier auch zu unterstützen. Ja. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Ich weiß da auch nie, wie ich das auf YouTube zum Beispiel ansprechen soll. Da sind ja dann zufällig immer Leute, die dann. Ich spreche jetzt mal ganz, du merkst meine Unsicherheit vielleicht dabei. Das ist gerade auch ein Verarbeitungsprozess für mich. Weil ich mir nicht ganz klar bin, was ich da erzählen soll, weil dann so viel, vielleicht habe ich auch Angst vor Missgunst, vor Beurteilung, vor irgendwelchen Kommentaren. Also auf YouTube wäre auch so gang und gäbe dann diese viele Missgunst, wenn man dann einfach nur teilt, was in einem vorgeht, Herzensprojekte hat, die man in die Welt raustragen möchte. Trotzdem, wenn man 100% so seins lebt, dann bekommt man auch häufig Gegenwind,
weil das in vielen den Spiegel auslöst, ist natürlich so. Und die Dinge, die mir jetzt noch schwerfallen zu teilen, das sind eben auch Verarbeitungsschritte für mich, die ich gerade eben mache, wie du gerade merkst. Das ist eben auch ein schöner Punkt. Immer wieder, wenn du vor irgendwas Angst hast, das ist meistens genau der Punkt. Wenn du eine Angst hast, geh rein, geh drauf zu, geh auf die Angst zu. Das ist der Punkt, wenn du Ängste lösen möchtest, wenn du wirklich ein komplett freies, glückliches Leben dauerhaft führen möchtest. Und geh auf die Ängste zu, schau sie dir an, schau nicht weg. Du sollst dich nicht irgendwie im Dreck suhlen und ständig irgendwelche Dinge wieder durchdenken, sondern in das Gefühl reingehen. Wo ist die Angst? Wo kommt die Enge? Und dadurch, wie gesagt, nicht immer wieder drin suhlen, sondern einfach merken, hey, es ist da. Es mal annehmen, dass diese Angst da ist. Und das habe ich gemerkt, dass da einfach noch ja, viele Sachen, dieser Reinigungsprozess, auch körperlich und geistig, emotional, ist einfach ja, so intensiv, da geht immer an tiefere Schichten, wie so ein Zwiebelprinzip. Man kommt immer näher an den Kern, immer näher an seinen Kern. Und das ist wirklich schön, wo ich merke, dass sich das einfach im Moment tut. Und ja, deshalb wollte ich das mal wieder hier auch auf YouTube mit dir teilen. Hatte erst überlegt, ob ich es dann nur in der Community-Gruppe zum Beispiel mache, möchte es aber einfach mal raushauen, weil das für mich, wie gesagt, auch ein Verarbeitungsschritt ist, sowas dann komplett mal. Weil das gerade diese Angst ja noch da war, ist, da war, weiß nicht. Wie tief es dann noch geht, jetzt fühlt sich es erstmal ziemlich angenommen bei mir an. Und deshalb wollte ich es auch hier teilen. Das Video wird vielleicht für dich jetzt ein bisschen langatmig, ich weiß es nicht. Deshalb möchte ich jetzt auch nochmal, ja, zum Schluss kommen, was das anbelangt. Und ja, wenn ihr ansonsten Tipps, Ideen habt, wenn ihr mich supporten möchtet, schreibt mich an, wie gesagt. Auch sowas um Hilfe bitten, das war dann auch für mich so ein Prozess. Vielleicht ist auch das, immer nicht alles allein machen zu wollen. Also, wenn ihr mich unterstützen möchtet, schreibt mir. Wie gesagt, Partnerprogramm habe ich jetzt auch aufgestellt, mit auf die Webseite draufgepackt. Und ansonsten teilt die Videos. Teilt die Videos, trag es in die Welt hinaus, post auf Facebook. Erzähl es deinen Freunden, Familie, Verwandten, egal was. Wenn du jemanden kennst, der unglücklich ist mit seiner Situation, der wirkliche Lösungen möchte, der da auf der Suche ist, der seine Ernährung umstellen möchte, der fasten möchte, dann erzähl es weiter, ja? Und ja, das war eigentlich so dieser Hauptprozess, der im Moment so bei mir im Laufen ist. Diese ganze innere Arbeit da. Und das Schöne war aber so zu merken, hey, auch wenn, ja, das waren eben diese Zweifel, wo ich zuerst am Anfang hatte, auch wenn nichts mehr da ist, wenn ich sogar am tiefsten Punkt bin sozusagen, gemerkt hatte, hey, so kann es jetzt nicht weitergehen, so kann ich nicht mehr 100% meinen Fokus dann hier reinstecken, so muss ich noch andere Sachen machen, um das Ganze hier überhaupt zu finanzieren. Und dann habe ich gemerkt, ey, für mich ist es kein Problem mehr. Also die Welt geht davon nicht unter. Ich bin nicht weniger wert, wenn ich, egal was ist im Äußeren, alles, dieser Wert. Erst dachte ich, ich hatte mir solche Ängste dann aufgebaut, phasenweise. Oder die auch schon vorher produziert waren, die ich vorher schon hatte im Grunde. Ich hatte sie nur vorher nie angeschnitten, weil ich nie aus meiner Komfortzone raus bin. Und dadurch wurden sie aber erstmal getriggert, die kamen dann erstmal hoch und das war auch das Schöne. Und jetzt habe ich gemerkt, ey, die Welt geht nicht unter, egal was ist. Ob ich irgendwo auf der Straße mit nichts nackt rumlaufe oder nicht. Das ist völlig egal, das macht mich nicht aus, das berührt meinen Kern nie. Und das war diese schöne Erkenntnis. Und das hat sich jetzt eben viel gewandelt. Und jetzt kann ich einfach nach Lösungen schauen. Das ist das Coole und das Schöne. Jetzt kann ich einfach schauen, hey, was kann ich machen? Was ist mir möglich?
Und ja, das mache ich jetzt auch wenn manchen ein gewisser Wandel vielleicht nicht gefällt, aber das zieht es heutzutage mit sich, auch auf dem Kanal. Wenn ich den Leuten keine Lösung biete, dann kannst du auch niemandem helfen. Und deswegen blende ich auch öfter sowas ein, wie wo du meine Kurse findest oder Bücher, Seminare, wo du Problemlösungen findest, wo du weitere Hilfen bekommst, wie du wirklich deine Ernährung dann dauerhaft umstellen kannst und so weiter. Also das waren so einige Prozesse, wie gesagt, die jetzt so abgelaufen sind. Dann war eben jetzt noch das mit dem Fasten. Und ich bin super gespannt jetzt, aber ja, wie gesagt, mir hat es aber jetzt auch mega Spaß gemacht. Ja, ich merke, wenn der Fokus wieder da ist, ich möchte eigentlich auch wieder viel mehr Videos machen und das Ganze. Im Moment fällt so viel mit diesen ganzen kleinen Krams an und Webseite basteln und so Sachen, wo man ja, Videos schneidet, ist unglaublicher Aufwand. Viele wissen vielleicht nicht, was hinter diesen ganzen Sachen steckt. Es sind fünf verschiedene Jobs im Prinzip. Ja, sei es die Grafiken machen, sei es dann die Videos schneiden, die Videos drehen und so weiter. Die Konzepte entwerfen, das Ganze. Aber jetzt freue ich mich eben drauf. Im Moment, ja, passt einigermaßen erstmal so. Ja, mal schauen, was sich ergibt. Ich freue mich unter jede Unterstützung. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mich an. Wenn ihr irgendwie in irgendeiner Weise mich unterstützen möchtet, könnt. Was auch noch ansteht, Arnold-Ehre-Tag wollten wir organisieren. Also ich bin jetzt immer, wir quatschen öfter jetzt mit Silke und Henry. Sind wir jetzt dran, Arnold-Ehre-Tag eben aufzustellen. Hatten das so gedacht, in fünf Themen zu intergliedern. Also erstmal so seine Person und was er entdeckt hat, dann die schleimfreie Heilkost im Allgemeinen, dann explizit auch nochmal auf die schleimfreie Heilkost heutzutage eingehen, weil der Punkt mit der Reinigung, den vergessen halt viele, wie weit und tiefgreifend das ist, wie stark der Degenerationszustand von unserer Gesellschaft heutzutage ist und deshalb das noch damit drinnen und dann eben auch das Fasten mit drin. Wollten dann noch schauen, wen wir da so interviewen, selber vieles an Erfahrungen auch eben mit eintragen. Und Erfahrungsberichte, unglaublich viele Erfahrungsberichte sollen mit rein und dann zu gewissen Themen. Was dich da noch interessiert während der Reinigung, wir wollten noch die Ausleitungsverfahren mit reinnehmen. Ja, Schwermetallreinigung, Ausleitung und diese ganzen Geschichten, Amalgamfüllung, was man da heutzutage alles noch beachten kann muss. Das Umfeld. Ah, welche Punkte euch da noch explizit interessieren, schreibt es dann auch mal zum Arnold-Ehre-Tag. Genau. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir noch einen wunderbar, wunderschönen Tag. Wie gesagt, das geht gerade bei mir so vor sich. Allgemein, ich wollte jetzt wieder noch mehr persönliche Videos auch machen, teilweise ein paar Geschichten euch erzählen, um selber zu verarbeiten und gleichzeitig dir da Möglichkeiten mitzugeben. Und ja, wenn euch da noch was interessiert, schreibt es unten drunter, kommentiert unten drunter und das auch immer, wenn hier das Beste, nicht nur die Videos teilen, Like, Daumen nach oben, kommentieren, kommentiert immer, dass ihr den Kanal einfach unterstützen könnt, dass wir uns hier gegenseitig auch mehr unterstützen können, uns mehr austauschen können. Kommentiert, schreibt, was denkst du zu dem Video, egal welches Video, schreibt dazu. Was hattest du da für Erfahrung? Was ist dir da gekommen? Teil dein Wissen, teil deine Erfahrung. Viel wichtiger, die Erfahrung zu teilen. Teil das, gib einen Daumen nach oben und ja, Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. All das ermöglicht, mehr mit der Welt zu teilen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Tag und gutes Gelingen auf deinem Weg, egal wo du gerade stehst, egal an welchem Punkt du gerade bist. Mach's gut. Ciao.